sind die beiden schon bereit. Das sieht nämlich sehr so aus. Ja, Mewtwo gegen Gartland. Ja. Auf jeden Fall. Da soweit schon mal keine Überraschung. Jetzt müssen wir noch gucken, welche Stage das wird. Aber es ist die Pokémon Arena. Pokémon Stadium, okay. Ja. Heimvorteil für Mewtwo. Fängt direkt an mit der Dose. Oh. Ja. Auf jeden Fall schöner Druckwerk hier ausgeübt. Ja, man tradet aber im Moment noch ein bisschen hin und her. Mhm. Noch even von den Prozenten. Aber befindet sich halt schon an der Kante. Oh. Ja, Beißel kassiert hier jetzt ein bisschen. Dino Talks da. Schön am Arbeiten mit den Projektilen. Also er war gerade gut auf Trab gehalten, der Dino Talks auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr schnell. Die sind beide wirklich bestrebt, hier dem Gegner möglichst viel Schaden hinzuzufügen. Hier wird nicht vorher sich abgetastet, hier wird direkt sich geprügelt. Oh ja. Ah, und jetzt hat Linotox hier einen kleinen Prozentlead. Und man muss eben gucken, ob man hier jetzt Beißel schon early vielleicht finishen kann und in den Stocklead gehen kann. Der Reflektor gerade war auf jeden Fall ein guter Play. Ja. So, man hat even Prozente jetzt. Oh, und das war Gebäck, schöner Grab. Oh. Der war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, Gebäck für uns so stark. Ja, auch schon relativ früh gefinisht hier, ne? Also, was waren das? 110%? Auf jeden Fall der Upthrow vom Mewtwo ist auch super stark. Ja. Wirklich schöner Kick-Off. Und das war der Smash. Ja, jetzt Beißel jetzt auch wieder auf 20% quasi dran. Even Stocks. Also auf jeden Fall sehr even. Ja. Muss ich auch sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Auf jeden Fall spannendes Match hier. Ja. So, 70%. Beißel jetzt hier ein bisschen an der Edge. Kann sich aber nochmal easy recovern. Linotox gibt ihm hier ganz guten Schaden mit, hält den schön auf der Kante. Mhm. Oh, jetzt in die Dose rein, das war nochmal schöne Combo. Also, Beißel kann auf jeden Fall mit der Dose umgehen. Ja, muss man auch sagen. Hält die da auch schön, wirklich sehr schön an der Kante also hier. Also so Dosenbrech habe ich noch nie gesehen, wirklich. Und jetzt auch die Frisbee, die Dose wieder. Er versucht ihn jetzt wirklich hier an der Kante zu kontrollieren und eben Mewtwo hier den nächsten Stock abzuziehen. Ah, Linotox 125%. Ist bald in Killrange. Weißt du, ob Garkant irgendwelche richtig krassen Killflows hat? Nein, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, ich bin da auch nicht so ganz drinne. Ich auch nicht. Also ich habe ihn mal gespielt auf jeden Fall, aber es war ein bisschen länger her. Ja, und das war jetzt der Reflektor, den wir hier gesehen haben. Und das war's für Beißer auf jeden Fall mit dem Stock. Der ist jetzt im letzten Stock drin. Ich meine, Linotox ist auch hier 149%. Das heißt, der ist auch relativ anfällig. Für Kills jetzt, wird an der Kante ein bisschen gehalten. Versucht sich zu recovern und in die Mitte der Stage wieder zu kommen. Oh, das war gut reflektiert. Ja. Aber es ist... Und das schade. Geerwig von Garkant sollte man nie unterschätzen. Ja. Wäre gut gewesen, hätte Linotox hier noch ein bisschen mehr Prozente traden können in dem Stock. Auf jeden Fall. Aber ist jetzt auch... Ich wollte gerade sagen, er ist jetzt ahead, aber kassiert hier doch noch einiges. Oh, und jetzt geht's wieder dead even hier im letzten Stock. Oh. Dieser ersten Runde. Das sieht sehr knapp aus. Es ist sehr, sehr knapp hier. Und jetzt hat Beißel ihn wieder an der Kante und kann wieder mit der Dose und mit seinen Projektilen arbeiten. Kassiert hier aber von Mewtwo wirklich viel Schaden, auch im Reverse. Beißel sollte aber nicht gegen Reflektor vergessen, den Mewtwo hat. Ja. Oh, jetzt auf fast 100%. Oh. Weil, ich glaube gerade... Der Gong Smash. Oh, er hat überlebt. Das war kein Kill... Jetzt aber. Oh, schöner Kill Confirm. Ja, ich glaube 3 oder 4 von Garkant Mew sind Projektile. Ja. Und die kann halt Mewtwo zurückreflektieren. Ja. Deswegen genau. Ein bisschen schwer. Also, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eines der besseren Matchups dann. Ich glaube auch. Also, Allein wegen Reflektor hat Mewtwo einen riesigen Vorteil. Ja, man muss auch sagen, war jetzt hinten raus doch... knapp. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch auf jeden Fall auf die zweite Begegnung, beziehungsweise auf die zweite Runde dieser Begegnung. Das war die ganze Zeit sehr knapp, also sehr easy. Ja. Deswegen, das wirkt sehr spannend auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall sagen, beide konnten mit ihren Charakteren umgehen. Und beide konnten gegen jeweils anderen mithalten. Ja, man hat gesehen, man hatte der eine die Oberhand. Ja. Auch wirklich viel an der Kante und es war wirklich auch sehr wichtig, wer hier wie recovern konnte. Also ich bin wirklich gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, ich muss auch sagen, ist... Vielleicht gucke ich Beißel noch, vielleicht besiegt Linotoxing, wer weiß. Ja, ich sag mal so, ich weiß auch gar nicht, wer in der nächsten Runde wartet, beziehungsweise wer jetzt hier im Losers Bracket theoretisch warten würde. Also kann ja auch sein, dass wir, ich glaube, wir haben Double Elimination. Ja. Das heißt, theoretisch kann es auch sein, wir gucken gerade ja Winner Round.
dass wir eben einen der beiden, selbst wenn er hier verliert, nochmal sehen. Ja, das kann ich sagen, auf jeden Fall. Das heißt auch zum Beispiel, Rematches wären hier auch noch potenziell drinne insgesamt. Genau. Es wird, glaube ich, noch ein bisschen ausgelotet, welche Stage gepickt wird. Aber an sich wollen wir mal schauen, ob Beißel hier den Ausgleich holen kann, dass wir sogar drei Matches vielleicht sehen. Man hat jetzt hier schon mal taktisch natürlich Musikwahl, ist eine der wichtigen Sachen. Wir schauen mal, wofür sich hier entscheidet. Auf jeden Fall aus der Tekken-Reihe scheinbar. Das könnte die wieder... Die Tekken-Reihe hat ja sehr gute Musik. Ja. Ne? Oh. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Pick. Ja. Ich muss auch sagen, aber ich denke mal, von den Charakteren wird das wahrscheinlich das gleiche werden. Ich glaube auch. Letzte Begegnung. Ich glaube auch. Ich glaube, da sollte man jetzt nicht allzu viel tauschen. Weil man hat gesehen, Mewtwo hat funktioniert gegen Gakkant. Auf jeden Fall, ja. Also, ich würde sagen, Mewtwo ist auch eigentlich der bessere Matchups gegen Gakkant. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Gengar spielen würde, der würde ja gar nicht reinkommen. Nee. Absolut nicht. Also, da muss man sagen, schauen wir mal. Wichtig ist jetzt auch, wie sie reinkommen zu Anfang der Begegnung. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier eine Karte mit mehreren Plattformen. Direkt der Reflektor, ich weiß nicht, ob das so gut war. Ja. Ninotox ist an der Kante gewesen ein bisschen. Hat ein bisschen mehr kassiert zu Anfang, aber ist jetzt noch nicht so wild. Versucht jetzt hier zurückzutraden effektiv. Und schöner Schaden, aber kassiert selber Dose. Sehr viel. Genau, die Dosen, man muss sagen, die Dosen sind hier sehr effektiv, beziehungsweise es ist so ein bisschen die Key-Ability, wo wir drauf achten müssen in der Begegnung. Ja. Wie viel Beißel hier mit der Dose machen kann. Und welche Dosen Linotox eventuell auch zurückschmeißen kann. Und der kassiert jetzt wirklich viel, fast 100% schon und ist an der Kante. Da muss er jetzt rauskommen langsamer. Oh. Ja, das sieht sehr schwer für Linotox aus. Oh. Da ein schöner Throw, nimm mal die Dose jetzt an die Kante. Und er ist weg. Okay. Linotox nochmal mit dem Recover, aber 140% und ist an der Edge gegen das Gakkant-Duo. Auf jeden Fall geh ab, er. Oh. Oh, in die Dose reingeschmissen? Oh mein Gott. Auf jeden Fall geh ab, er von Gakkant. Geh ich mega stark. Ja. Aber jetzt kommt Beißel deutlich besser in die Begegnung rein hier auf der Karte. Also, Beißel spielt das deutlich besser als eben. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, er hat, glaube ich, so ein bisschen jetzt diesen Fokus, wo er sagt, so jetzt, es kann doch nicht sein, dass er mich gegen ihn verliert. So. Ist ein bisschen verbissen jetzt. Er muss sich ja erstmal am Mewtwo gewöhnen. Ja, vielleicht, wenn man das Matchup nicht so oft spielt. Ja, das kann sein. Dann ist es einfach eine Sache von wegen, ja, muss halt gucken, was sind die Key-Abilities von Mewtwo in dem Matchup und wie spielt er drumrum. Und er ist ein Stock vorne und hat auch schon 90% wieder von Linotox in diesem Stock weg. Teilt also wirklich sehr, sehr gut aus. Oh schöner Kill-Confirm. Schön Reflektor in Quebec, ja. Das war schön. Das ist sehr wichtig gewesen für Linotox. Ja. Muss jetzt eigentlich auch noch viel, viel Prozente traden, weil er halt eben Stock hinten ist. Oder war. Prozentual gesehen halt schon bei 140% wieder. Und dann muss Beißel jetzt wirklich einiges an Schaden reindrücken, damit das hier knapp bleibt. Oh, die Dose. Die Dose war gut. Beißel jetzt hier auf 60% in seinem zweiten Stock. Er hat zwar selber Prozente genommen, aber es hat für den Kill gereicht. Ja, also ich sag mal so, er hat ja jetzt noch nicht die Gefahr, direkt gekillt zu werden quasi. Also den Trade nimmt man auf jeden Fall. Ich glaube auch. Und Linotox ist unter Druck, weil er muss jetzt wirklich ein paar kranke Kombos finden. Mhm. Ähnlich wie diese hier. Um da wirklich auch noch dran zu bleiben. Beißel ist mit 100%, Linotox mit 48. Also Beißel setzt Linotox richtig unter Druck. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und Linotox hat ihn jetzt an der Kante, läuft aber in die Dose rein. Kann nochmal recovern hier. Und Beißel jetzt offstage hauen. Oh, schöne Dose. Oh, sehr guter Kill-Confirm. Und jetzt wird es vielleicht nochmal spannend. Die Frage ist, wie viel Schaden kann Linotox hier jetzt Beißel anbringen? Also wenn Beißel jetzt ein paar Fehler machen würde, wäre es echt gut für Linotox. Ja, aber er spielt hier wirklich schöne Edge-Control eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Und dann ist ja die Combo reingelaufen. Wirklich viele Prozent hier nochmal ausgeteilt. Mewtwo ist ja auch ein Gleichgewicht, das heißt, er fliegt richtig schnell raus. Ja, Gakkant-Duo ist natürlich ein bisschen, ich glaube, ein bisschen schwerer. Ich glaube auch, ja. Aber weiß nicht genau, wie schwer, aber schwerer als Mewtwo allgemein. Ja. Und das war's. Das war's tatsächlich an der Stelle. Ein 1-1. Oh. Das ist der Ausgleich, das heißt, wir sehen hier jetzt noch eine dritte Runde. Auf jeden Fall.
Also ich bin echt gespannt, wer hier gegen Sieg mit nach Hause gehen wird. Ja, also man hat jetzt glaube ich auch schon gesehen, dass Beißel sich wirklich auch angepasst hat jetzt ja. ein bisschen an Linotax-Spielstil. Ja. Und da jetzt doch deutlicher die Oberhand hatte. Ich glaube, Beißel braucht dieses Eingewöhnungsmatch. Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, wenn du einen Charakter nicht häufig siehst, dann einfach sich mal die Abilities angucken. Auf im Endeffekt Fall, ja. Und gucken, welche Kombos sind gefährlich, wie kann ich drum rumspielen. Mewtwo ist ja auch ein Charakter, der nicht oft vorhanden ist. Ja, ja genau. Auf jeden Fall. Oh, wieder Tekken? Oh. Wieder Tekken. Ja, ja, ja. Die wissen, was uns gefällt hier an Musik. Auf jeden Fall. Das ist wundervoll. jetzt wird noch die Karte wahrscheinlich wieder entschieden werden. Und ich jetzt bin hat auf jeden Fall gespannt, welche Karte sie nehmen werden für das Finale. Ich weiß ja nicht, wo Mewtwo drauf sonderlich gut ist. Ob Mewtwo jetzt Plattform braucht oder nicht. Mhm. Aber ich würde mal sagen... Ja, ich sag mal so, also... Es ist ein bisschen schwierig, weil wenn du Mewtwo quasi Space gibst, um Duckhand Spells zu evaden, ja, also eben. das wäre so das Ding, wo ich mir denke, das müsste eigentlich da sein, aber Duckhand freut sich, wenn da Space ist, weil dann kann er eben kiten quasi effektiv. Mhm. Oh, und es kommt Tongan City. Okay. Damit habe ich echt nicht gerechnet, aber... Was ist denn das Besondere an der Karte, wenn du sagst, du rechnest damit nicht? Also, sie ist auf jeden Fall sehr groß. Ja. Und Duckhand könnte, wenn man ihn campy spielen würde, könnte er einfach campen. Okay. Und langsame Charaktere hätten keine Chance ranzukommen. Ja, ich sag mal so Mewtwo vielleicht. Mewtwo ist ja jetzt nicht so langsam. Wollte gerade sagen. Aber halt, wenn jetzt der Gegner zum Beispiel so ein Gengoff wäre. Ja. Der hätte ein bisschen Probleme. Weil wie du siehst, die Map ist ein bisschen groß. Ja, doch, die ist ein bisschen größer als die vorherigen. Aber jetzt hier wirklich Beißel mit einer sehr schönen Combo eröffnet hier mit 50% im ersten Stock. Und Linotox muss langsam auch gucken, dass er hier in dem Matchpoint Match Prozente anbringen kann. Oh. Genau, Linotox jetzt hier kassiert wirklich viel, 77% schon. Die Dose macht auch so die viel Dose Schaden. Die Dose macht hier wirklich sehr, sehr viel Schaden. Und jetzt hast du eben aber auch nur eine Ebene, wo Duckhand seine Spells setzen ja. kann. Macht das ein bisschen predictable, ist halt die Frage, oder ist es halt eher von Vorteil für Duckhand? Ich würde sagen, mal so, also wenn der Gegner das auf jeden Fall raus hat, dann wäre es auf jeden Fall ein bisschen vom Nachteil. Ja. Oh. Ah, Linotox kassiert hier wirklich sehr, sehr viele Prozente. Ich glaube, wäre die Frisbee oder was das ist, nicht gar gewesen, dann wäre jetzt Beißel getroffen worden auf jeden Fall. Ja, Beißel jetzt hier wie aufgeweckt und kassiert hier ein bisschen was an Prozenten, ist jetzt auf der Edge. Die Frage ist, kann Linotox den da halten? Oh, ja, hält ihn nochmal runter, 91% jetzt. Oh. Die Frage ist, kann er jetzt hier Edge Control spielen und vielleicht den ersten Stock doch noch holen nach diesem Anfang? Er hat ihn runtergehauen auf jeden Fall. Aber in die Dose rein. Und der erste Stock von Linotox ist weg. Ja, das ist halt die Sache, wenn jetzt Gakang die Downbeat macht, also diesen Typen, der gerade so schießt. Ja. Wenn Linotox ihn angreifen würde, dann wird er die Hitbox ein bisschen extended. Ja. Das könnte manchmal zum Vorteil sein, aber manchmal auch nicht. Und da ist Beißel raus. Wichtiger Stockausgleich. Ist jetzt hier 56% noch behind. Also hier kann auch alles möglich sein, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade Mewtwo hat wirklich viele Kombos mit viel Schaden. Ja. Dementsprechend kann man da wirklich auch eine Führung des Gegners noch ausgleichen, wenn man Fehler punisht. Also Kill-Probleme hat Mewtwo jetzt auch nicht so sonderlich. Oh. Wirklich viel Schaden, den er jetzt hier austeilen kann. Oh. Also schöne Edge-Control. Ich freue mich immer, wenn ich Mewtwo und einen Gakang sehe, also... Weil man die halt nicht so oft sieht, das ist eigentlich nicht so langweilig. Quasi. Oh. Ja, beide jetzt auf 100% im zweiten Stock. Und jetzt ist die Frage, wer hier den Kill findet. Das ist sehr even auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Oh mein Gott. Oh, und das killt noch nicht, okay. Newtobi. Und das war die Backer. Oh. Das ist wichtig. Jetzt hat man hier ein bisschen Druck aufbauen können gegen Beißel. Weißt du, wie stark die Eric vom YouTube sind ungefähr? Nein, keine Ahnung. Also, die Backer sieht ziemlich stark aus. Ja, die Backer sieht ziemlich, ziemlich stark aus. Ein bisschen Prozent jetzt hier am Traden. Aber eigentlich willst du jetzt wirklich schauen, dass du wirklich viel Schaden anbringen kannst und hier ein paar schöne Kombos von Linotox. Er hat ja noch einen Stock mehr als Beißel. Also Linotox müsste jetzt nicht so vorsichtig bekommen. Oh, das war ein Finish! Oh. Das war ein Kill-Confirm. Das habe ich echt nicht erwartet. Ne, 90% und Linotox hier jetzt
Also mit dem Sieg gegen Beichel. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich... Ich weiß nicht, ob das ein Upset ist, aber... Ich glaube. Es ist sehr, sehr knapp gewesen hinten raus, aber man muss sagen, Linotox dann in der dritten Begegnung doch... Auf jeden Fall. Wirklich die Oberhand. Aber stark gespielt von Balken, auf jeden Fall. Ja, muss man sagen. Wirklich ein spannendes Spiel. Ein knappes Ding bis hinten raus. Und ich bin gespannt, wen wir als nächstes sehen. Das heißt, ich würde fast sagen... ich würde es nicht sagen. Wir kriegen hier gleich noch eine schöne Anweisung. Das ist, also ich sag mal so, ne? Ich glaube in der Grundschule in Handschrift, damals gab es ja noch so Schreibschriftnoten, ja? Danke, Jury. Ne? Ach, es ist ein Best of Five wahrscheinlich. Ja, ah. Ja, guck mal. Da bin ich hier schon ein bisschen lost. Das nächste Mal. Wir sind im Quarterfinal. Das heißt, es geht gar nicht bis drei effektiv, sondern eben... Doch, es geht bis drei. Nicht bis zwei, sondern bis drei. Ja. So, Mann. Ja, es ist... Seht es mir nach, es ist Samstagmorgen. Ja, morgen, das noch ein bisschen, ne? Kaputt. Aber, genau, da ist die Weltanschauung dann immer ein bisschen durch. So, wir haben jetzt Final Destination auf Deutsch, letzte Station. Das ja. Ein bisschen hart, muss ich sagen, aber... ich glaube, wir sehen hier einfach wieder genau dasselbe in grün. Also, ja, also auf jeden Fall bleiben beide bei ihren Charakteren. Bei ihren Mains, würde ich mal sagen. Ja, aber ist auch nur sinnvoll. Ja, natürlich. Final Destination, Gag auf jeden Fall Gackhand, würde ich sagen, Vorteil. Ist halt sehr, sehr wenig Platz auf der Karte gefühlt irgendwie, ja, ne? Ja, stimmt, aber das sind jetzt zum Beispiel keine Plattform. Ja. Und ich denke mal, ich weiß es nicht, aber ich denke, Mewtwo schöner Reflektor. Braucht welche. Oh, ja. Oh, man tradet jetzt wirklich wieder auch relativ even. Kleinerer Lead für Beißel, aber das kann Mewtwo hier eben noch ausgleichen. Oh. Oh. Schöne Kombo von Beißel. Schöne Backer auf jeden Fall. Die Frage ist, kann er jetzt die Dose hier noch wirklich... Oh, es ist ein Kill-Confirm. Sehr, sehr früh hier. Aber vielleicht kann... Also wenn Linotox jetzt hier direkt nachziehen kann, wäre es am optimalsten. Er will jetzt hier in diesem Stock nicht so viele Prozente verlieren. Also Beißel ist auf jeden Fall range-technisch im Vorteil. Ja. Ja, das muss man auch sagen. Eindeutig. Ergangiger Ash-Mash, gell, ist so gut. Ja. Von der Range her. Ja, Linotox muss halt schauen, wie er rankommt und dann seine Abwehrs anbringen kann, weil ich glaube, das ist das, wo er am meisten Schaden herkriegt. Ja. Und das war die Backer. Backthrow. Ja. Der hat fast gekillt. So, die Frage ist, kann er ihn jetzt auf der Edge halten? Er muss jetzt hier langsam nachziehen. Er hat schon 50% in seinem Stock wieder verloren. Na, 70 schon jetzt. Beißel relativ low, aber ist immer noch in seinem ersten Stock. Das ist eben die Sache. Das sieht sehr gut aus für Beißel. Ja. Oh, da hält er ihn schön an der Kante. Schöne Edge-Control mit der Frisbee hier. Ah, Linotox jetzt mit einem Smash, der noch ein bisschen Zeit erkauft. Oh, jetzt auf der Kante hier. Oh, der Grab hat gerade nicht connected, weil gar kein zu klein war. Jetzt aber ein Kill-Confirm rauf. Hat aber halt schon 100%, 120% Nachteil eben in diesem Stock, in diesem zweiten Stock des Matches. Okay, ja, Linotox muss jetzt hier wirklich einfach schauen, dass er eben rankommt, dass er diesen Schaden auf Starkhand Duo anbringen kann und dass er den mit einer Combo eben von der Stage runterhält. Also ein paar Kombos müssen auf jeden Fall sitzen jetzt bei Linotox. Ah, der Cowboy hier. Beißel mit der Dose wieder, aber die geht ins Shield. Oh. Ja. Reflektor wieder benutzt eben. Oh, jetzt Frisbee und Dose getroffen. Das tut richtig weh und Linotox ist hier wieder an der Edge gewesen. Kann aber nochmal recovern on stage. 150 im Stock und das ist ein Kill Confirm. Und jetzt wird's langsam kritisch. Ja, ich muss Linotox ein bisschen mehr aufpassen auf jeden Fall. Linotox jetzt hier wieder Reflektor wieder eingesetzt und geht eben ran mit Mewtwo. Und teilt schon ganz gut aus. Er muss jetzt Beißel eigentlich von der Kante runterhalten. Na, ja, das war schön. Kann er ihn jetzt hier an der Kante halten? Die Dose. Fall muss er sich auch von der Dose in Acht nehmen. Ja, die Dosen sehen wir immer wieder, kommen hier immer wieder rein, machen gut Prozente tatsächlich dann hinten raus auch. Und die können auch mega gut killen später. Ja. Die Frage ist ja, was er eher parieren sollte, ob er sagen sollte, den Reflektor nutzt er für die Dose oder eben für die Frisbee. Ja, wenn halt beides auf einmal kommt, dann ist ein bisschen, ne? Schwierig. Ja. So, aber jetzt hier. Beißel wirklich gut Prozente auch gesammelt. Aber Beißel prägt wirklich gut gegen Reflektor aus, das muss man sagen. Schöne Dose. Ja, die Dosen sind wirklich echt brutal. Aber die Frage ist, kann Linotox hier jetzt nochmal den Stock holen?
Das ist auf jeden Fall eigentlich Skangak-Move, den man braucht für Gakkant. Ja. Oh, man sieht. Linotox geht jetzt nochmal rein, aber hat halt schon 130% drauf. Also es wird knapp werden. 140. Es werden nicht weniger Prozente. Also Beißel muss das nicht so vorsichtig sein. Nee, er hat ja noch einen Stock über. Ja eben, deswegen ja. Und das war gekillt. Oh. Genau, jetzt hat man hier aber Stock-Ausgleich geholt, ist aber halt eben... Also Linotox ist halt hier in Kill-Range sozusagen. Er kann seinen letzten Stock verlieren und wird von der Dose erwischt. Aber er überlebt das nochmal. Hat jetzt 160... Ja, die zweite Dose. Er übergibt, was? Er überlebt das immer noch. Es ist... jetzt ist die Frisbee auch gedodged. Oh mein Gott. Jetzt muss er halt gucken. Wenn er jetzt ist auf einmal Bowser oder was? Maybe, wenn er jetzt eine schöne Combo trifft, könnte er was machen. Aber das ist eben noch... Dakan versucht ja eben jetzt die finale Dose effektiv anzubringen, weil Mewtwo hier schon 160, 170 Schaden hat. Und ja, da ist die Dose. Aber Linotox hat sich noch gut gehalten auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall das 2-2. Das heißt, wir sehen jetzt hier wirklich auch noch eine fünfte Runde. Oh, es ist so even. Also es ist wirklich, wirklich knapp hinten raus. Man muss sagen, ich hoffe, das bleibt jetzt in der letzten Runde auch noch so, dass wir ja noch mal drei spannende Stocks sehen von den beiden. Die Frage ist jetzt, wird die Karte jetzt wieder anders? Ich überlege gerade, wer hat mit Kartenwahl angefangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube Linotox, ne? Ah, ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wild. Mal sehen, ob wir wieder Tech-Musik sehen werden. Genau. Die Frage ist jetzt, was für Musik wird gewählt? Welches Stadion wird gewählt? Das ist die wichtige Frage. Ja, achso. Ja, ich glaube also, die Maps, auf denen man spielt in der Begegnung, die haben tatsächlich schon Einfluss. Das haben wir ja gerade gesehen. Auch, ja. Weil wir hatten jetzt keine Plattformen auf Final Destination. Mhm. Ich glaube, man wird jetzt auf Linotox-Seiten sagen schon, ja, die Karte will er nicht spielen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Mewtwo so wirklich Plattform braucht, weil ich Mewtwo nicht spiele, aber... Ich meine, ich glaube, es ist von Vorteil, um den ganzen Projekt hinaufzuweichen. Ich glaube auch, ja. Also es ist schwieriger für den Duckhand, glaube ich, mehrere Ebenen zu kontrollieren, anstatt nur einer. Ja, das würde ich schon sagen, so. Dementsprechend... Und wir sehen, kein Schlachtfeld, okay. Ja. Und Pokémon-Musik, okay. Ja. Das ist... vollkommen verständlich. Kleiner Heimvorteil für Mewtwo. Oh, es ist eher ein ruhiger Track hier. Oh. Ja. Ja. Schöne Musik auf jeden Fall. Ja, die Musikauswahl, muss man sagen, ist heute sehr, sehr stimmig. Auch Gen 4 von Pokémon auf jeden Fall. Schön. So, es wird, glaube ich, wieder Mewtwo und Duckhand-Duo. Auf jeden Fall, ja. Also, ich glaube, die beiden spielen auch nichts anderes. Würde ich jetzt mal sagen, behaupten. Mhm. Okay, auf ein gespanntes Match. Richtig. Wir schauen jetzt wieder, wer hier besser in den ersten Stock einfach reinkommt und von Anfang an entscheiden kann, wie das Match gespielt wird. Das war jetzt schon relativ viel Schaden von Linotox. Holy. Schöne Up-Airs. Was der Reflektor, glaube ich, so viel Schaden gemacht hat? Das könnte gut sein. Und man hat jetzt hier, also Linotox hat Beißel jetzt hier gut an der Kante. Und wenn er den da jetzt kontrollen kann, schön nochmal gearbeitet. Also Beißel kommt gerade nicht rein. Ja. Schön, das ist sehr, sehr wichtig. Oh. Kaum, also fast nichts an Prozenten kassiert und jetzt hier schon den ersten Stock von Beißel gekriegt. Und jetzt kann man wirklich auch aggressiv eigentlich spielen mit Mewtwo. Also kaum sind Plattformen wieder gar, ist Mewtwo ein Vorteil. Ja. Das ist eben die Frage, ob das so viel Einfluss hat, aber man tradet jetzt even, aber ist halt immer noch ein Stock vorne auf Seiten von Linotox. Und aber es ist auf jeden Fall noch gewinnbar für Beißel. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eben gesehen, er ist da wirklich auch in der Lage, sehr, sehr viel Druck auszuüben. Auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt, wenn er sich dann im letzten Stock jetzt schon gleich befindet, wenn das so weitergeht. Boah, so viel Schaden! Halleluja! Wie viel waren da? 40? Das war auf jeden Fall eine Menge. Ich glaube, 40, 50, das war eine Menge Prozent auf jeden Fall. Boah. Und Mewtwo macht so viel Schaden. Ja, also Linotox hier wirklich... gefällt mir deutlich besser als in der letzten Runde. Ja. Und kann hier wirklich viel, viel Schaden anbringen. Oh. Kassiert jetzt auch noch einiges, aber ist, wie gesagt, er ist immer noch den Stock vorne, das dürfen wir nicht vergessen. Und Beißel ist schon auf 121 und... das könnte ein bisschen... Schöner Kick von. Und jetzt hast du wirklich nur noch einen Stock auf Seiten von Beißel. Das ist jetzt relativ stark. Jetzt kann Linotox hier wirklich mit seinen drei Stocks entspannt einfach Prozente reintraden. Also Beißel muss jetzt wirklich aufpassen. Ja. Nicht, dass Mewtwo ihn gleich auf einmal killt. Schöne Dose. Ja, das war ein schöner Kill-Confirm. Beißel holt sich hier nochmal einen Stock von Linotox auf jeden Fall. Und jetzt, schöner Up-Air. Zweimal.
30% jetzt Schaden auf dem Duckhand-Duo wieder verursacht durch Linotox. Ja, mit den Dosen. Er versucht wirklich hier mit den Dosen zu arbeiten, auf Reichweite zu bleiben. Das macht er auch sehr gut, finde ich. Ja, jetzt, also er tradet jetzt wirklich nochmal ein bisschen effektiv, aber er hat halt einen Stock weniger. Ja, eben. Das heißt, die Frage ist, willst du wirklich traden oder willst du halt auf Range spielen? So, und jetzt müssen wir halt schauen, wie kommt Linotox da ran und kann er demnächst halt für diesen Kill Confirm schon mal schauen. Ich meine, so viele Range-Attacken hat jetzt Mewtwo auch nicht. Nee. Deswegen wäre Garkank ein bisschen mehr im Vorteil. Oh, der Ball trifft. Oh, ab er. Die Dose. Schön, die Dose. Oh, schade. Fast die Dose getroffen. Die Frisbee kommt. Hittet ja nochmal, aber ist jetzt halt auch eben wieder auf 100% und an der Kante. Oh, oh, schöner Kill Confirm. Ah, doch, oh, Kill Confirm. Übergebt. Er überlebt das noch. Oh, Linotox nochmal. Oh. Schön, haut ihn da nochmal in der Luft raus. Und Beißel muss jetzt gucken, wie er wieder recovern kann. Oh hier. Ja, schön. Jetzt wurden hier die Plätze quasi getauscht, effektiv. Ja, Linotox shieldet die Dose und versucht jetzt hier wirklich Beißel zu finishen. Und da ist er. Und das war's. Da ist er, der Kill Confirm. Und das waren 5 Runden. Und Linotox jetzt in der letzten Runde auf jeden Fall verdient gewonnen, muss man also sagen. Also, sie waren arge super spannend auf jeden ja, Fall. Ja, und also in der fünften war, muss man sagen, deutlich, Linotox einfach deutlich stärker. Ja, er war deutlich unterwegs. Vorteil.